In diesem fünften Video der Lehreinheit, in der es um Treppen geht, will ich mich jetzt zum ersten Mal mit der Grundrissdarstellung der Treppe, die wir gezeichnet haben, beschäftigen. Ganz zu Beginn der Lehreinheit hatte ich gesagt, dass die Grundrissdarstellung einer Treppe und ihre 3D-Geometrie ziemlich unabhängig voneinander sind. Natürlich wollen wir in der Grundrissdarstellung das sehen, was wir auch im 3D haben, also die Steigungszahl, die Auftrittstiefe etc. Aber trotzdem ist die Art und Weise, wie die Treppe im Grundriss dargestellt wird, vollkommen unabhängig von ihren Einstellungsmöglichkeiten, wie ich die Treppe angezeigt bekomme in den diversen Grundrissen, in denen ich sie sehen muss, welche Teile der Treppe ich unter Umständen nicht sehen möchte, Stichwort Auflager. Also insofern ist es ein ganz eigenes Thema und durch die vielen Einstellungsmöglichkeiten auch relativ komplex. Schauen wir uns zunächst mal die DIN 1356 an, die verlangt, dass eine Treppe in einem Grundriss, die dort hochgeht, also für den Fall, dass es darunter keine weitere Treppe gibt, so dargestellt wird, dass sie bis zu einer bestimmten Höhe durchgezogen dargestellt wird und danach gepunktet. Heutzutage stricheln wir das Ganze. Wir sehen trotzdem eine durchgehende Lauflinie, ebenfalls einmal durchgezogen, einmal gestrichelt, die uns die erste Steigung mit diesem Kreis und die letzte Steigung mit der Pfeilspitze markiert. In einem Geschoss darüber, wo wieder eine Treppe hochgeht, und gleichzeitig die von unten hochkommt, sieht das dann so aus, dass wir die Treppe auch ab einer bestimmten Höhe nicht mehr sehen, die von dem Geschoss hochgeht, dass wir ab dort aber dann die Treppe wiederum sehen, die von unten in dieses Geschoss hochkommt. Deswegen gibt es hier diese Bruchlinie, so heißt das Ding, doppelt. Auch da geht die Lauflinie durch. Auch da markiert sie die erste Steigung der aufgehenden Treppe und die letzte Steigung der von unten hochkommende Treppe. In einem Geschoss darüber, wo keine weitere Treppe hochgeht, würden wir dann diese Treppe ganz sehen, ganz durchgezogen. Das ist jetzt hier in der DIN nicht explizit gezeigt. Wir haben ja in unserem Modell zunächst mal nur eine Treppe. Jetzt wollen wir uns zunächst mal nur damit beschäftigen, wie sie im UG aussehen muss, im Grundriss, und wie sie dann im EG-Grundriss aussehen muss. Ein Grundriss ist ein Horizontalschnitt durch ein Bauwerksmodell in einer bestimmten Höhe. Das ist auch der Grund, warum wir Wände geschnitten sehen im Grundriss, ein Geschoss höher, zum Beispiel auch die Fenster geschnitten, und dort schauen wir dann auf die Fensterbänke. Unter Dokumentation Grundrissschnittebene können wir sehen, dass standardmäßig in dieser Datei die Schnittebenenhöhe 1 Meter ist. Also 1 Meter über der Geschossbasisfläche ist sozusagen die Schnittebene. Und wir schauen im Grundriss immer auf den Teil, den wir unterhalb dieser Schnittfläche sehen. Es gibt Ausnahmen für Elemente, wo wir auch wissen müssen, wie es über der Schnittebene weitergeht. Dazu gehören auch die Treppen. Das ist auch der Grund, warum es diese gestrichelte Anzeige gibt für alles, was oberhalb dieser Schnittebene liegt. Ich bin jetzt im Erdgeschoss. Ich gehe mal runter und schaue mir zunächst mal das Geschoss an, wo die Treppe losgeht. Die Darstellung ist prinzipiell richtig. Ich sehe die Treppe bis zur fünften Steigung durchgezogen, gezeichnet und danach gestrichelt. Im Geschoss drüber ist es falsch, weil ich jetzt eigentlich die gesamte Treppe komplett durchgezogen sehen müsste. Denn ich schaue ja im Erdgeschoss, das ist ja dieses Geschoss, wenn ich mir hier die 1 Meter Ebene vorstelle, einfach schlichtweg auf diese Treppe drauf. Das ist eine Draufsicht. Ich sehe also diese Treppe vollständig. Die Darstellung im Erdgeschoss dieser Treppe ist also schon mal falsch. Wir haben es ja, nur zur Erinnerung, mit ein und derselben Treppe zu tun. Die Treppe, die ich hier auswählen kann, ist die gleiche Treppe, die ich ein Geschoss tiefer habe und die ich dort ebenfalls auswählen kann. Die Art und Weise, wie jetzt die Treppe, diese eine Treppe in zwei Geschossen dargestellt wird, kann ich in den Treppeneinstellungen wählen. Vielleicht das Wichtigste zuerst. Ich möchte, dass die Grundrissdarstellung im EG stimmt. Um die Feinheiten kümmern wir uns dann später. Der Pfeil gefällt mir nicht. Die Stufennummerierung brauchen wir nicht. Aber das Wichtigere wäre zunächst mal, dass wir im Erdgeschoss diese Treppe durchgezogen sehen. Also ich wähle die Treppe aus. Wie gesagt, es ist egal, in welchem Geschoss ich sie auswähle. Die Einstellungen sind die gleichen. Wir haben uns jetzt lange mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Ich klappe das mal ein. Wir gehen jetzt zur Grundrissdarstellung. Dort gibt es diverse Abteilungen. Das gibt schon einen Vorgeschmack darauf, wie komplex das Ganze ist. Die Grundrissdarstellung ist der Oberbegriff. Dort kann ich zunächst mal einstellen, wo diese Treppe überhaupt zu sehen ist, also in welchen Geschossen. Dort haben wir die Wahl zwischen nur im Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber und viele weitere Einstellungen. Relevantes Geschoss bedeutet ein Geschoss, in dem die Treppe physikalisch vorhanden ist. Also theoretisch ist sie im Untergeschoss nur vorhanden, im EG nicht. Deswegen führt auch die Ob
Option, die hier markiert ist, in allen relevanten Geschossen und ein Geschoss darüber, dass wir die Treppe sowohl im Untergeschoss, dem relevanten Geschoss, als auch ein Geschoss darüber im Erdgeschoss sehen. Vielleicht noch deutlicher wäre es, was allerdings in diesem Fall das Gleiche bedeutet, dass ich sage, im Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber. Das relevante Geschoss ist das erste UG. Jetzt taucht dieser Begriff hier wieder auf mit dem relevanten Geschoss. Besser wäre, da stünde Ursprungsgeschoss. Das wäre klarer, aber es ist tatsächlich das Gleiche. Und ich kann jetzt da nochmal gucken. Im relevanten Geschoss, also im UG, sehe ich die Treppe mit Bruchsymbol sichtbar verdeckt. Verdeckt bedeutet das, was über der Schnittebene liegt. Der Ausdruck verdeckt ist nicht besonders glücklich gewählt, finde ich. Aber das ist zumindest der Teil, damit ist der Teil gemeint, der über der Schnittebene liegt. Der sichtbare Teil ist der Teil, der unter der Schnittebene liegt. Das Bruchsymbol ist dieser schräge Strich, der da in der Treppe eingezeichnet ist. Hier sieht man auch, was man sonst alles wählen kann. Das ist aber jetzt nicht von Interesse, weil diese Einstellung richtig ist. Wir haben ja auch gesehen, dass es im Untergeschoss okay ist. Jetzt schauen wir mal im Geschoss drüber. Da sehen wir schon das ganze Problem wieder in der Vorschau. Ich gehe jetzt hier mal drauf und jetzt müssen wir hier wählen, kein Bruchsymbol sichtbar. Ja, wir haben einfach keinerlei Problem. Wir können komplett auf die Treppe drauf gucken. Das heißt, wir sehen sie komplett. Jetzt habe ich das geändert, gehe auf OK und jetzt sieht sie im Erdgeschoss auch richtig aus. Auffällig ist, dass die ganze Beschriftung sich nur im Untergeschoss zeigt, im Geschoss drüber nicht. Alles Dinge, die man einstellen kann. Viele Einstellungen, die schon getroffen wurden, bis auf die gerade, die ja falsch war mit der Sichtbarkeit, sind erst einmal auch richtig und können als eine Art Angebot betrachtet werden, sie erstmal zu übernehmen. Man kann natürlich dann auch einen Schritt weitergehen und sagen, nein, bestimmte Sachen möchte ich eben doch nicht haben. Also zum Beispiel die Stufennummerierung halte ich für überflüssig im 1:50. Jetzt, wo kann man das einstellen? Ich klicke mal wieder auf die Treppe drauf, beziehungsweise ich selektiere sie, gehe zu den Einstellungen. Dort steht jetzt, dass relativ viel unter Grundrissdarstellung, relativ viel nach den Modelldarstellungsoptionen geregelt ist. Wir erinnern uns, Modelldarstellungsoptionen, das hatten wir bei den Fenstern, wichtiges Thema, regeln global, wie Elemente in einem Zeichenfenster dargestellt werden. Und bei Treppen bedeutet das, dass dort in den Modelldarstellungsoptionen auch geregelt ist, ob wir zum Beispiel die Nummerierung sehen. Ich kann auch mal testweise hier drauf gehen. Hier sehe ich jetzt erstmal gar nicht, dass ich die Nummerierung ein- und ausschalten kann, sondern ich kann nur sagen, wie sie aussieht, wenn ich sie sehe. Deswegen ist das gar nicht das richtige Fenster, außer vielleicht, ich möchte gerne, dass sie auch über dem relevanten Geschoss, also in diesem Fall über dem Ursprungsgeschoss angezeigt wird. Aber im Prinzip wird die Frage, wird sie überhaupt gezeigt, woanders geregelt, nämlich wie gesagt, in den Modelldarstellungen. Ich breche das mal ab hier und gehe unten auf die Einstellungen der Modelldarstellung. Ihr erinnert euch, das hatten wir bei dem Thema Fenster und Türen schon. Ich kann diesen Button hier unten klicken. Ich kann auch auf Dokumentation, Modelldarstellung, Modelldarstellung erstellen gehen. Das ist das Gleiche. Ich habe im Moment die Modelldarstellung 50, also Ausführungsplanung. Und dort sehe ich jetzt, dass ich bei den Treppenoptionen, die ich hier schon aufgeklappt habe, für die Grundrissdarstellung, nicht für die Deckenspiegelanzeige, für die Grundrissdarstellung sagen kann, ich möchte bitte nicht die Nummerierung sehen. Okay, jetzt ist die weg. Jetzt möchte ich noch schauen, ob ich diesen Pfeil hier unten loswerde. Den brauche ich ja eigentlich nicht. Wir haben ja gerade in der DIN gesehen, dass es einen durchgehenden Pfeil geben kann. Kümmern wir uns mal darum. Ich wähle die Treppe wieder aus. Einstellungen. So, bei Lauflinie haben wir jetzt mehrere Unterkomponenten. Da kann ich draufgehen. Da sehe ich dann, dass ich die Darstellung der Lauflinie einstellen kann, das Antrittssymbol und das Austrittssymbol. Das Austrittssymbol ist der Pfeil. Ich wähle jetzt mal einen anderen Pfeiltyp aus, weil den finde ich jetzt nicht schön. Und zwar nehme ich den eigener Typ 2. Den kann man jetzt ein bisschen konfigurieren. Austrittssymbol Breite, da mache ich den mal ein bisschen kleiner, 0,2. Und die Höhe mache ich mal ein bisschen größer, 0,4. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, das finde ich schon besser. Allerdings soll er natürlich nicht grün sein. Ich gehe wieder zurück. Wir sehen hier, die Schraffur für diese Dreiecksfläche ist hier als Vordergrundschraffur eingestellt. Und die Farbe für die Vordergrundschraffur ist grün. Die kann ich jetzt auf schwarz ändern oder auch auf weiß. Weiß ist vielleicht auch ganz schön. So, jetzt gucke ich mir das nochmal an, wie das aussieht. Schon besser. Dann kann ich den Pfeil am Bruchsymbol ausblenden. Man sieht das hier nicht komplett angezeigt, aber wenn ich da mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann sehe ich den Text Austrittssymbol an Bruchsymbol ausblenden. Das möchte ich gerne. Ich möchte den dort nicht sehen. Und jetzt geht es also schon mal durch. Sehr gut. Und jetzt hatten wir in der DIN ja gesehen,
dass wir tatsächlich keine zwei Linien für das Bruchsymbol brauchen, in dem Geschoss, wo die Treppe nur hochgeht und wo von unten keine Treppe hochkommt. Das heißt, ich kann jetzt hier auch nochmal zu den Einstellungen des Bruchsymbols gehen. Da sehen wir hier den Abstand der Bruchsymbollinien und den kann ich auf 0 stellen. Okay. Damit wäre jetzt für meinen Geschmack zunächst mal die Grundrissdarstellung im Ursprungsgeschoss der Treppe in Ordnung. Ich gehe jetzt nochmal ein Geschoss höher, da ist es jetzt genauso schön. Für eine einzelne Treppe funktioniert das. Wenn ich jetzt im Modell wirklich nur diese eine Treppe habe, dann ist das genau die richtige diengerechte Darstellung, dass es im Ursprungsgeschoss nur diese eine Bruchlinie gibt. Das Dumme ist, in der Praxis funktioniert das nicht, sobald ich zwei Treppen habe. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Ich kopiere mir die Treppe, setze die im Geschoss drüber wieder ein. Jetzt habe ich zwei. Und jetzt haben wir das Problem, dass Archicad sich diese Bruchsymboleinstellung quasi für beide Darstellungen merkt. Wenn ich nochmal runtergehe ins unterste Geschoss und jetzt einstelle, dass die Grundrissdarstellung jetzt eine andere ist, nämlich dass ich über dem relevanten Geschoss natürlich nicht mehr die ganze Treppe sehe, sondern nur den Teil, der über dem Bruchsymbol liegt, dann wäre jetzt im Geschoss drüber sozusagen hier die neue Treppe, die vom ersten OG hochgeht und hier unten kommt die vom EG hoch. Das ist jetzt natürlich dann falsch, dass es dort nur diese eine Bruchlinie gibt. Also deswegen muss man ganz klar sagen, also wenn ich eine Treppe habe, dann ist es richtig, das Bruchsymbol zusammenzuschieben auf die Distanz 0, dass ich nur eine Bruchlinie sehe. Sobald ich mehrere Treppen im Haus habe, muss ich das anders machen. Ich gehe nochmal zurück ins untere Geschoss und stelle es wieder auf diese 15 mm. Und für die Treppe oben auch. Denn wie gesagt, Archicad erlaubt es nicht, dass ich das für die beiden unterschiedlichen Grundrissdarstellungen der gleichen Treppe verschieden einstelle mit dem Bruchsymbol. Ich habe nur eine Möglichkeit. Deswegen bei mehr als einer Treppe bitte lasst das Bruchsymbol so, wie es eingestellt ist. Wir haben ja Auflager konstruiert für die Treppe. Diese Auflager sehen wir im Grundriss nicht. Das ist auch gut so. Es reicht, wenn wir die im Schnitt sehen und wenn wir vielleicht ein Detail zeichnen, aber so allgemein im Grundriss möchte ich die nicht sehen. Falls ihr die seht und falls euch die stören und ihr wollt die nicht sehen, dann geht in die Modelldarstellungsoption. In den Modelldarstellungsoptionen gibt es einen Bereich Detaillierung für Treppen- und Geländersymbole. Da gibt es nochmal viel mehr zum Einstellen. Und wir sehen hier, dass die Auflager und Verbindungen auf keine gestellt sind. Die können auch angestellt sein im sichtbaren Bereich. Sichtbarer Bereich ist jetzt wieder alles, was unter der Schnittebene liegt. Und dann sehen wir hier das Auflager im UG unten und im UG-Grundriss. Und wenn ich ein Geschoss hochgehe, dann sehe ich sie nicht nur für das Auflager unten, sondern auch für das Auflager oben. Also solltet ihr sowas sehen und euch das stören, dann könnt ihr bei den Modelldarstellungsoptionen in diesem Bereich Detaillierung für Treppen- und Geländersymbol die Darstellung der Auflager und Verbindungen abschalten. Also im Grunde genommen handelt es sich erstens um Mehreinstellungen und zweitens um eine Detaillierung der Einstellung hier oben. Wir haben ja hier gesehen, ich kann sagen, ob ich die Lauflinie sehe oder nicht sehe. Unter Detaillierung für Treppen- und Geländersymbole, mit Symbol ist immer die Grundrissdarstellung gemeint, kann ich nochmal sagen, dass die Lauflinie zum Beispiel im sichtbaren und verdeckten Bereich Standard geändert wird auf nur sichtbarer Bereich, nur verdeckter Bereich. Verdeckter Bereich noch einmal, alles was über der Grundrissschnittebene liegt. Also nur mal so als Kommentar, was diese Einstellungen so für einen Stellenwert haben. Anyway, die Einstellung, dass Auflager und Verbindung nicht dargestellt werden, ist eine Einstellung der Modelldarstellungsoption und damit global für alle Treppen im Projekt zunächst einmal verbindlich. Das war es zunächst mal zu den Basics der Grundrissdarstellung von Treppen. Ich werde jetzt im nächsten Video eine weitere Treppe platzieren, direkt über dieser. Dann wird es nochmal komplexer, denn dann haben wir einen weiteren Grundrissdarstellungstyp.